Das ist der Knecht. Er ist überschuldet und seine Konten sind leer. Er ist verzweifelt, denn er weiß nicht, wie er seine Schulden loswerden kann. Er überlegt, wo er Hilfe finden könnte. Er selbst kann sich nicht aus dieser Schuldenfalle befreien und sucht im Internet nach einer Lösung. Der Schuldnerberater erklärt ihm, dass für die Schuldentilgung Zeit benötigt wird. Wenn er jedoch mitmache und 6 Tipps befolge, habe er gute Chancen, seinen finanziellen Haushalt in den Griff zu bekommen. Zunächst sollte Herr Knecht aufhören, neue Schulden zu machen. Alles, was er kaufen möchte, sollte er gleich bezahlen. Wenn er nicht über genug Geld verfügt, soll er es sein lassen. Er sollte sich auch kein Geld von Freunden oder Familienmitgliedern leihen, denn das zieht auch wieder Schulden nach sich. Als nächstes muss er sich einen Überblick verschaffen. Er muss wissen, wem er wie viel schuldet und bis wann es zurückgezahlt werden muss. Der dritte Schritt ist, eine Einnahmen-Ausgabenliste zu erstellen. Herr Knecht muss ganz ehrlich alles auflisten, wie viel er verdient und wie viel er monatlich ausgibt. Als Ergebnis sieht man, ob es einen Überschuss gibt, den man für die Schuldentilgung verwenden kann. Herr Knecht muss sich nun im vierten Schritt einen Haushaltsplan erstellen. Alles, was als Überschuss hereinkommt, sollte für die Tilgung der Schulden genutzt werden. Gleichzeitig muss er Prioritäten setzen, was er unbedingt jeden Monat ausgeben muss, um so viel wie möglich zu sparen. Der fünfte Schritt ist sehr wichtig. Sobald die Einnahmen bekannt und alle Schulden und Gläubiger aufgelistet sind, muss Herr Knecht versuchen, mit jedem Gläubiger zu sprechen und eine Ratenzahlung zu vereinbaren. Diese Gespräche sind oft nicht einfach und manchmal sogar erfolglos, vor allem wenn die Schulden bereits lange bestehen. Herr Knecht ist mit seiner Schuldensituation überfordert und bittet den Schuldnerberater, ihm bei den Verhandlungen mit den Gläubigern zu helfen und wenn nichts mehr geht, ihn erfolgreich durch die Privatinsolvenz zu führen. Dieser letzte Schritt verspricht meist den meisten Erfolg.